zwei Galileo-Reporter, zwei Challenges. Wie immer entscheidet der Zufallsgenerator, wo es hingeht. Stopp! Hannover, Hamburg, Fürth. Für Vincent geht's nach Herbertingen in der Schwäbischen Alb. Aufgabe: Montiere 12 Abstandshalter an einer Freileitung. Was ist denn eine Freileitung? Das, lieber Vincent, sind freischwingende Stromleitungen an bis zu 100 Metern hohen Masten. Die Anlage versorgt 3 Millionen Haushalte mit Strom. Und die Abstandshalter sorgen dafür, dass sich bei Wind und Wetter nichts verhakt. Sonst droht ein Stromausfall. Vincent will gewinnen. Mein lieber Gegner, zieh dich warm an. Für Herausforderer Jan geht's nach Hasenburg in Nürnberg. Was soll ich da? Seine Aufgabe? Schleife und schweiße 6 Meter Schienen. Ich glaube, das ist ein entspannter Job von 1-2 Stunden. Nee, ne? Nee, ist es nicht. Für Jan heißt es den ganzen Tag am Boden sitzen und schleifen, sowie schweißen, was das Zeug hält. Nur dank dieser anstrengenden Handarbeit können wir problemlos mit Bahn und Tram fahren. 1-2 Stunden, dann sind wir durch. Im Nachhinein zeigen wir den beiden ihre Challenges. Jeder will gewinnen und sie können abstimmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Zeit ist für Wortwitze, aber es wird sehr spannend. Los geht's für Jan im Nürnberger Stadtteil Hasenburg. Schritt 1 der Challenge, die Vorbereitung. Die bekommt er auf dem Gelände der VAG Nürnberg. Sein Coach, Rainer Strattner. Hi, der neue Schweißer. Rainer macht diesen Job seit über 20 Jahren. Newbie Jan bekommt erstmal seine Arbeitskleidung. Wichtig, feuerfest, denn Jan arbeitet mit Strom. Sein Werkzeug ist eine Elektrode. Die besteht aus einem leitenden Kernstab und einer metallischen Umhüllung. Am Strom angeschlossen kommt es, sobald Rainer mit der Elektrode die Schiene berührt, zu einem elektrischen Kurzschluss. Bei über 1000 Grad Celsius verbindet sich das Metall der Hülle mit dem Gleis. Wir schweißen jetzt millimeterweise hoch, bis wir auf 14 mm sind. Wenn du es einem 5-Jährigen erklären würdest, dann würdest du sagen, wir tragen Metall auf, die Schiene auf. Genau, das nennen Profis Auftragsschweißung. Jan, du schweißt mit der Elektrode 9 Stahl auf die Schiene. Dann schleifst du die frische Schicht glatt. Doch wozu? Das hier ist ein ganz normales Gleis. Doch Schienen kreuzen sich auch. An solchen Stellen fährt die Bahn auf einem sogenannten Rillboden. Diese Rillen dürfen eigentlich nicht tiefer als 14 mm sein. Durch Abnutzung passiert das aber immer wieder. Wenn das zu tief ist, genau, und es ist eine Kreuzung, ja, dann schlägt es uns die Kreuzung kaputt. Ach, ist es dieses Geräusch, wenn die Straßenbahn vorbeifährt und es hackt so. Tack, 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 tack. Das soll eigentlich nicht passieren so. Das soll nicht passieren. Das werden wir verhindern mit deiner Schweißung. Ah! Ja. Das ist mal dieses. Genau. Wenn du das hörst, dann muss Rainer und sein Kollege da ankommen und das wieder erhöhen, damit es aufhört. Rainer, bester Mann. Ja. Etwa 7,5 Kilometer Gleis erneuert und repariert Rainer so im Jahr. Jan muss das jetzt lernen. Jetzt mach die Augen zu und schlag mal kurz drauf. Die Augen zu. Augen zu. Oh. Ja. Ohne Augenschutz könnte Jans Bindehaut Schaden nehmen. Zünde die Elektrode an wie ein Streichholz. Okay. Jan muss genau arbeiten. Schweißt er Löcher oder gar kleine Huckel aufs Gleis, kann das fatale Folgen haben. Denn Jan arbeitet morgen im laufenden Betrieb. Alle 10 Minuten fährt die Straßenbahn über deine Schweißnaht. Wow! Das heißt auch immer Betriebssicherheit. Aha. Ja. Was meinst du damit? Dass die Straßenbahn nicht entgleist. Die muss in der Schiene bleiben. Es ist bei mir mal eine Trambahn entgleist, ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Ist nur 10 Meter neben das Gleis hingefahren. 10 Meter? Ja. Das ist ja nicht so weit. Nee. Ja. What? Ja. Diese Information, die vermindert den Druck enorm. Ja, jetzt mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Also wenn ich es morgen verkacke, dann kann im schlimmsten Fall eine Straßenbahn entgleisen. Wollt ihr mich verarschen? Und in der Straßenbahn sitzen Leute drin, die wo zur Arbeit müssen. Oh Gott, er liegt noch ein Nach, ey. Was ist das? Alter. Yo. Ja, pressure is on. Viel Verantwortung. Deswegen wird Rainer immer ein Auge auf Jans Schweißkünste haben.
Nach einem halben Tag Training Teil 1, check. Es wird ein hartes Stadt-Land-Held-Duell. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab. Jetzt muss sich auch Vincent seiner Herausforderung stellen. Teil 1 der Challenge heißt auch für ihn trainieren. Auf Deutschlands einzigem Trainingsgelände für Freileitungsmonteure. Auf 12 Meter hohen Hochspannungsmasten. Ich habe gerade so das Gefühl, viele schon Sachen gemacht bei Stadtland Held, ne? Und jetzt greifen wir eine Schublade unten drunter. Da sind denn die richtig verrückten Dinge. So, na hier, guck mal, Hochspannungsleitung, das lasst mal die mal machen. Ach du Gottes Willen. Natürlich fließt hier heute kein Strom. Sicherheitsregel Nummer 1. Oh mein Gott. Das Team rund um Gernot und Marcel arbeitet seit Jahrzehnten in mehreren hundert Metern Höhe. Marcel führt Vincent in diese Welt ein. Also wir werden jetzt als erstes erstmal die PSA, die persönliche Schutzausrüstung, durchgehen. Wir kleiden dich ein. Die Schutzkleidung ist bei dem Job das Allerwichtigste. Denn jeder Arbeiter muss sich selbst sichern. Dafür trägt Vincent rund 15 Kilo Ausrüstung. Gigantische Karabiner, meterlange Sicherheitsseile und eine Tasche voller Werkzeug. Wie so ein Elite-Soldat. Was ist denn das für ein absurder, riesiger Karabiner, den du da hast? Es ist so krass. Der Job ist gefährlich, nicht nur wegen der Absturzgefahr. Lose Gegenstände können herunterfallen und die Arbeiter verletzen. Wie gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, selbst auf der ersten paar Meter, ja. Bescheid geben, ich bin mit da. Deutschlandweit arbeiten nur 1500 Männer und Frauen in dem Business. Nachwuchs wird dringend gesucht. Ich fühle mich wie ein Superheld, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich so, man hat so jetzt so das Cape übergezogen und Gotham City ruft nach Batman. Es ist Zeit, jetzt irgendwie den Joker irgendwie zu fangen. Metallsprossen führen Vincent nach oben. Zur Erinnerung, der Mast, der bei der Challenge auf Vincent wartet, ist 6-mal so hoch. Bis jetzt ist es immer noch echt positive Aufregung. Und es schaut von hier nur so aus, als würdest du verkrampft dich festhalten, oder? Das sieht nur so aus, das ist im Prinzip, das ist wie so eine Schraubzwinge. Wenn die einmal sitzt, dann geht die halt nicht wieder ab. So, deshalb ist es auch eine Art von Entspannung. Da braucht man einen Hammer. Da braucht man einen großen Hammer. Wie so ein Faultier hier. Ja, genau, richtig. Um als Freileitungsmonteur zu arbeiten, ist keine spezielle Ausbildung vorgeschrieben. Eine vierwöchige Schulung reicht aus. Langsam. Okay, ja, genau. Langsam. Gut. Oben angekommen wird es richtig kompliziert. Über eine freischwingende Leiter muss Vincent morgen von der Traverse auf die Freileitungen klettern. Nur hier auf dem Gelände können angehende Monteure das trainieren. Ich habe auch gerade so das Gefühl, ich erlebe das gerade das allererste Mal. Ich denke gerade so, what the was haben wir gemacht? Klettern kann Vincent jetzt. Doch im nächsten Schritt muss er auch fahren können. Sein Fahrzeug lernt er gleich kennen. Es ist irgendwie auch ganz witzig, irgendwie wieder so festen Boden unter den Füßen zu haben, ehrlich gesagt. Nicht mehr lange. Denn mit einem 300 Kilo schweren Wagen fährt Vincent gleich die Leitungen entlang. Dein Arbeitsgerät. Damit geht's hoch. Da sind ganz schön viele Hebel und Knöpfe und Dinge, die man wahrscheinlich beachten muss, oder? Ein falscher Hebel gezogen und es geht ab. Wirklich? Richtig. Ist Vincent Ihr Favorit? Dann stimmen Sie für ihn in der Galileo-App ab. Bei Jan wird es langsam richtig ernst. Seine zweite Aufgabe, schleifen. Und zwar mit diesem Schleifgerät. Hier mit diesem Rad senkst du es, ja. Hebst du es. Mit diesem Rad drehst du rein, drehst du raus. Ah. Und dann musst du natürlich schieben, immer in Bewegung bleiben. Rainer und seine Kollegen nennen das Gerät liebevoll die Schleifhexe. Du musst die Funken hier rausregnen. Wenn du, ey. Wenn du zu arg kriegst. Boah. Warum wird es so schnell? Nee, immer hier. Okay. Ja. Alter, hast du es gesehen? Meine Herren, das ist ja mega gefährlich. Ich dachte ja auch immer, so Bahngleise, die verlegt man einmal und dann sind sie 500 Jahre an Ort und Stelle und müssen nie wieder gepflegt werden. Ein Irrtum.
Wie anstrengend der Erhalt unseres Straßenbahnnetzes ist, merkt Jan jetzt am eigenen Körper. Um richtig zu schleifen, muss er immer in Bewegung bleiben. Ist er zu langsam, schleift er zu viel ab. Dann muss er nachschweißen. Nach mehreren Stunden ist Jan bereit für seine Challenge. Wir sind gespannt, wie er sich anstellt. Ist er Ihr Favorit? Stimmen Sie für ihn in der App ab. Am nächsten Morgen ist Jan als Gleisschleifer im Einsatz. Er muss 6 Meter Gleis erneuern bei laufendem Betrieb. Boah. Das jetzt hab ich ein bisschen erschreckt, ehrlich beheben gesagt. Wir euch. Die ganze Straßenbahn ruckelt. Das Gleis ist uneben. Um das auszubessern, muss Jan diese Strecke hier bearbeiten. Sein etwas anderer Arbeitsplatz, dieser Kasten. Siehst du es? Jetzt siehst du es. Schau her, was machst du? Okay. Kann ich gleich wieder rausschleppen, ja. Das Ding. Einfach zur Seite, pass auf, die Gehsteigkante auf. Den Kasten und sich selbst muss er alle 10 Minuten in Sicherheit bringen. Dieser Laufstein. Ja, echt. Wie so eine Plastik, so eine Papierseifenkiste. Während Jan sich mit seinem Arbeitsplatz vertraut macht, geht Vincent mit dem sogenannten Leitungswagen auf Tuchfühlung. Mit ihm bewegt sich Vincent die Freileitung entlang. Heute noch auf der Übungsstrecke, morgen in 70 Metern Höhe. Geil. Ja, ist geil, ne? Du steuerst es selber. Ja, ja. Du hast quasi Gas, ne? Also so Gas und Bremse im Prinzip. Das ist total witzig. Das ist wie so eine kleine Gondel. Siehst ja, du da drin? Sieht so total süß aus. Du kniest da so. Nur 4 Rollen halten den Wagen auf den Leitungen, betrieben durch einen kleinen Motor. Mir geht schon ein bisschen die Muffe. Aber Vincent, das war doch nur das Training. Am nächsten Morgen um 6.30 Uhr tritt er zu seiner Challenge an. Von Montag bis Donnerstag sind die Jungs und Mädels um Bauleiter Zlatan auf Baustellen in Deutschland im Einsatz. Genau wie Flo und Melli. Nervös seid ihr wahrscheinlich nicht mehr, ne? Das ist, ja, dachte ich mir schon. Wenn du es aufmachst, dann gehört es zum Alltag. Ja. Ja. Die Profis sind die Arbeit gewöhnt. Für Vincent ist sie eine körperliche und mentale Herausforderung. Ist es dieser Mast da? Ja, das ist schön. Aus dem Nebel, es steigt dann so auf einmal dieser Mast auf, so 70 Meter. Upp. Wow, krass. Ist schon mal was anderes als beim Training mit 12. Die Anlage ist eine der ältesten Deutschlands und versorgt normalerweise 3 Millionen Haushalte mit Strom. Ganz schön hoch. Gott. Und gleich bei Stadtland hält, schafft es Jan, 6 Meter Gleis zu schleifen? Aufhören! Scheiße. Zu gefährlich, du arbeitest mit Strom. Besteht Vincent seine Challenge in 70 Metern Höhe? Kurze Pause. Ja. Wer gewinnt das Stadt-Land-Held-Duell? Stimmen Sie per App für Ihren Favoriten ab. Ach, eine Scheiße, ey. Stadt-Land-Held. 2 Challenges, 1 Sieger. Also wenn ich es morgen verkacke, dann kann im schlimmsten Fall eine Straßenbahn entgleisen. Wollt ihr mich verarschen? Jan muss Gleise schweißen und schleifen. Sein Gegner Vincent arbeitet als Freileitungsmonteur auf einem 70 Meter hohen Hochspannungsmasten. Wer gewinnt? Stimmen Sie per Galileo-App ab. Mir geht schon ein bisschen die Muffe. In Nürnberg-Hasenburg legt Jan mit seiner Challenge los. 6 Meter Gleis muss er schleifen und schweißen. Millimeter für Millimeter schweißt Jan eine neue Schicht auf das Gleis. Am Ende muss das wieder genau 14 Millimeter hoch sein. Rainer schaut Jan zwar über die Schulter, doch vor der anrollenden Gefahr kann auch er ihn nicht schützen. Wenn dann in der Ferne schon so eine Bahn auf dich zukommt, bleibt dir halt plötzlich das Herz stehen. Also, weil du nie weißt, bleibt diese Bahn jetzt wirklich stehen oder hat sie mich irgendwie übersehen aus irgendeinem Grund? Die Gleisschleifer arbeiten im Schichtbetrieb Tag und Nacht. Jetzt fährt aber mein frisch geschweißtes Ding. Boah, das klingt übel. So sollte sich das nicht anhören. Damit die Bahn da wieder sanft rüberfahren kann, muss Jan später auch noch schleifen.
doch bis es soweit ist, heißt es schweißen, schweißen, schweißen. Und Gleis frei machen. Man ist so total filigran am Arbeiten und plötzlich so Bahn und dann musst du so, so hulkmäßig dieses Ding da rausschleppen. Das ist so übel. Mit 1200 PS rauscht die Straßenbahn über die Gleise. Die halten bis zu 30 Jahre. Doch nur, wenn Profis wie Rainer sie regelmäßig sanieren. Also das ist 2,20 Meter. Junge, hau ran. Der Chef zahlt keine Überstunden. Überstunden hin oder her. Plötzlich taucht ein viel größeres Problem auf. Schlechtes Wetter. Bei Regen ist Schweißen gefährlich. Wir arbeiten mit Strom. Aber Jan will heute unbedingt die Challenge bestehen. Jan, sorry. Wir machen mal eine kurze Zwangspause. Es regnet zu stark. Nein, wirklich? Doch, nein, du musst jetzt aufhören. Scheiße. Zu gefährlich, du arbeitest mit Strom. Du erwärmst die Schiene sehr stark. Wenn zu viel Wasser vom Himmel kommt, beziehungsweise wenn die Bahn das mitbringt, ja, kann sein, dass uns die Schiene kaputt geht, die bricht. Macht Jan weiter, riskiert er einen Stromschlag zu bekommen. Was dampft ja richtig. Diese Schiene ist noch eine halbe Stunde danach so heiß, dass du sie nicht anfassen kannst. Jan muss auf besseres Wetter hoffen, doch verloren ist noch nichts. Stimmen Sie für Ihren Favoriten in der Galileo-App ab. Zurück nach Herbertingen bei Vincent. Profi Gernot zeigt ihm die Abstandshalter. Insgesamt 12 Stück muss Vincent anbringen, um die Challenge zu bestehen. Gernot wird immer ein Auge auf ihn haben. Er macht den Job seit 15 Jahren. Und wie ist es mit Freunde, Familie irgendwie? Haben die jetzt auch keine Angst um dich, wenn du da hochgehst? Nein, nicht mehr. Nicht am Anfang war es schon schwieriger mit den Eltern hauptsächlich. Nervosität ist jetzt ja auch ja nichts mehr zu spüren, oder? Na. Also wenn du jetzt hochgehst, gehst du dann auch noch mal in Gedanken alles durch, was könnte passieren? Oder? Ja, das schon. Ja, ja, das geht man schon durch. Das sollte man immer machen. Seit 2 Jahren arbeitet Gernot an dieser Anlage. Er kennt die Gefahr durch Unwetter, fallende Gegenstände oder Fehltritte. Vincent macht das zum ersten Mal. Für maximale Sicherheit sorgt eine Hebebühne. Darüber kann Vincent im Notfall immer runtergeholt werden. Über den Stahlmasten der Hochspannungsleitung geht es auf die 2. Traverse. Profis schaffen das in 5 Minuten. Vincent braucht fast 3-mal so lange. Kurze Pause. Ja. Ey, mir ging so die Düse. Ich hatte Angst, dass die Kraft aus meinen Händen, aus meinen Armen, einfach, dass die jetzt einfach zumacht, ist vorbei, so, und dann hängst du da. Wenn Vincent die Challenge gewinnen will, muss er weiter. Sein Ziel? Die 2. Traverse. Hier oben weht immer ein rauer Wind. Alles wackelt. Erst bei Sturm der Windstärke 6 oder bei Gewitter brechen die Profis ihre Arbeit ab. Gott, ich kriege ja jetzt schon Schweißausbrüche. Es ist genau in dieser Moment, wo ich dachte, was, das haben wir gemacht? Oben angekommen ist nur ein kleiner Teil der Aufgabe geschafft. Über die freischwingende Leiter muss Vincent jetzt auf die Freileitungen klettern. Um dann in den Leitungswagen zu steigen. Per motorisiertem Seilzug wird der nach oben gezogen. Eine Hochspannungsanlage der Superlative. Mehr als 1650 Kilometer Leiterseil sind hier verbaut. Alter, mach's gut. Danke dir. Jetzt kommt das, was Vincent nicht vorher geübt hat. Die Abstandshalter montieren. Etwa alle 55 Meter muss er einen anbringen. Der Aufstieg war extrem, dann oben dieser Überstieg auch, genau, in der Leiter hängen. Da war schon sehr viel Konzentration gefragt, da nicht irgendwie auch mal kurz die Nerven zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Die Abstandshalter sind extrem wichtig. Sie garantieren, dass sich die einzelnen Leitungen nicht miteinander verheddern oder zusammenstoßen. Sonst würde es zu einem Stromausfall für Millionen Haushalte kommen. Ach, eine Scheiße, ey. Jetzt habe ich die 3 Dinger hier so super drin und der. Du drückst, machst, wie du möchtest. Es ging halt einfach nicht. Und dann verlierst du die Nerven und denkst so. Scheitert Vincent schon beim ersten Versuch? Geil. Der erste Abstandshalter ist drin.
Geht bei Vincent in luftiger Höhe wirklich alles glatt? Und wer soll das Stadt-Land-Held-Duell gewinnen? Stimmen Sie für Ihren Favoriten in der Galileo-App ab. Bei Jan in Hasenburg hat Profi Rainer keine guten Nachrichten. Schweißen ist beendet von heute. Wir räumen jetzt das Schweißen weg. Ja, warten, bis weniger regnet und dann fängt Jan das Schleifen an. Um zu gewinnen, muss Jan 6 Meter Gleis schweißen und schleifen. Geschweißt hat er gerade mal 2. Die schönsten 2 Meter Gleis von ganz Nürnberg. Jetzt darf er nur noch schleifen. Blöd für Jan, denn er hat noch nicht alles fertig geschweißt. Doch das Wetter spielt einfach nicht mit. Aber noch ist nichts verloren. Schließlich spielt auch bei den Freileitungsmonteuren das Wetter eine große Rolle. Ist schon weniger laut jetzt, oder? Rainer misst nach. Genau 14 mm hoch. Jan hat abgeliefert. Leider macht ihm das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Ey, Rainer, Mann. Ist schade, das Wetter. Aber ist völlig egal. Ich hab umso mehr Respekt vor eurer Arbeit. Weil ich meine, ich find's Wahnsinn, wie viel Arbeit in einem Stück von 1 Meter Straßenbahngleis steckt. Und ich und alle anderen Leute sitzen einfach jeden Tag in der Straßenbahn und denken nicht dran. Jan kann die Challenge in der geplanten Form nicht schaffen. Aber er kann trotzdem ihr Gewinner der Herzen werden. Stimmen Sie ab. Zurück zu Vincent hoch oben auf den Freileitungen. Auch hier braut sich etwas Übles zusammen. Eine Gewitterfront rollt auf unseren Reporter zu. Das ist genau das, was man ja eigentlich nicht sehen möchte, wenn man da in 60, 70 Metern Höhe irgendwie auf diese Front zufährt. Ich glaube, gerade wird darüber diskutiert, also dass wir abbrechen. Ja, ich glaube, da kommt jetzt ein Gewitter so, von daher. Ein Gewitter ist das Worst-Case-Szenario. Niemand möchte ein menschlicher Blitzableiter werden. Von daher, Gas rein. Bauleiter Zlatan trifft eine folgenreiche Entscheidung. Abbruch. Da ist einfach Gefahr zu. Gefahr für unsere Jungs oben, die müssen runter so schnell wie möglich. Heißt, auch Vincent muss abbrechen. 6 von 12 Abstandshaltern hat er jetzt montiert. Jetzt haben Sie es in der Hand. Wer ist Ihr Favorit? Ja, man fühlt sich denn schon, wenn es da hinten donnert und blitzt, irgendwie denn schon auch ganz wohl, wenn man wieder auf dem Boden ist, wenn ich ehrlich bin. Also von daher, ja, gehört dazu. 2 Hosts, 2 Challenges. 2-mal hat das Wetter übel mitgespielt. Das Ergebnis unentschieden. Beide haben unglaublichen Mut und Ehrgeiz bewiesen. Wer hat die Challenge Ihrer Meinung nach besser bewältigt? Jan oder Vincent? Wer ist Ihr Stadt-Land-Held? Yes! Ja! Sehr guter Mann. Du, da freut sich der Vincent. Und das zu Recht. Mit 71% haben Sie sich für Vincent entschieden. Herzlichen Glückwunsch.